Rostock. Die Straßenumfrage. Was wünschen Sie sich für Rostock in 20 Jahren? In 20 Jahren? Da bin ich ja schon fast urstalt. Aber ich würde sagen, ein bisschen mehr für Bildung, für die Schüler, überhaupt für die jungen Leute, dass das Bildungssystem ausgebaut wird und dass ein bisschen mehr auch für Rostock, für den Innenkern so von Rostock rundherum, zum Beispiel diese Diskussion jetzt um das Traditionsschiff, das ist für mich alles irrelevant. Das hat einen Standort, den kann man ausbauen, den IGA-Park, sonst wird das alles vernachlässigt, ist meine Meinung. Für Rostock in 20 Jahren, tja, Offenheit, dass das Umfeld etwas schöner gemacht wird und dass das Bildungssystem für euch Kinder angepasst wird. Dass mehr für die Kinder getan wird. Weiteren Fortschritt, dass Rostock auch so jung bleibt, weil hier eben die Universität mitten in der Stadt ist und dass die Wirtschaft boomt. Natürlich, dass es weiterhin wächst und die Bevölkerungsanzahl steigt und sich politisch und kulturell noch mehr engagiert. Dass sich Rostock verschönert, verbessert, politisch ausgeglichener wird. Also alles das, dass die Bürger mehr Mitspracherecht bekommen, was ja auch schon im Ansatz da ist. Und ich denke, dann ist Rostock in 20 Jahren richtig toll. Dass wir ein anspruchsvolles, modernes Theater haben werden. Also ich wünsche mir, dass es weiterhin so eine schöne Stadt bleibt und dass die Menschen nett bleiben. Halten Sie Rostock für familienfreundlich? Ja, in jedem Fall. Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, wir haben viele Grund- und Gesamtschulen und in dem Bereich muss natürlich noch ein bisschen mehr investiert werden, damit die Qualität steigt. Aber ansonsten sind wir eigentlich sehr familienfreundlich. Es müsste mehr für die Kinder getan werden nach der Schule, wo die sich aufhalten können, zum Beispiel einen Jugendclub oder so, wie es früher mal war. Ja, die Kinderfreundlichkeit, sage ich einfach mal, das ist in ganz Deutschland das Gleiche. Es wird einfach zu wenig gemacht für die Kinder. Es heißt zwar mal, wir machen, aber es kann nicht angehen, dass arbeitstätige Frauen oder Mütter in den Ferien einfach mal, zack, wir machen Kindergärten zu und seht zu, wo ihr euer Nachwuchs lasst. Das geht einfach nicht. Und so gibt es auch in der Schule und viele Probleme. Das finde ich eben gar nicht in Ordnung. Ne? Da müsste es unheimlich viel Aufholbedarf, finde ich. Fälle, sehr. Ist alles jetzt freundlich zu. Also ich würde sagen, ja. Also da ist es schon angebracht alles. So. Auch wenn ich so hier so gucke und so. Also ich finde, das ist schon familienfreundlich. Wenn einiges vielleicht auch noch ein bisschen anders sein könnte, aber im Großen und Ganzen bin ich mir zufrieden. Also ich selber habe jetzt keine Kinder oder so, aber ich denke schon, dass es familienfreundlich ist, die Stadt, ja. Was fehlt der Stadt, damit sie in Zukunft gut in Rostock leben können? Also ein bisschen mehr soziales Engagement für benachteiligte Familien und natürlich Arbeitsplätze schaffen. Mehr bezahlten Wohnraum, auch speziell für die Studenten. Ansonsten bin ich froh und glücklich hier. Ja, sie werden sicherlich Wohnungen brauchen, Sozialwohnungen und und gute Anbindung an Einkaufsarzt und alles, Infrastruktur. Ja, was fehlt? Dass die vielleicht noch ein bisschen mehr bei den Geschäften oder so Barriere frei machen, dass das noch mehr ist und dass die Geschäfte nicht immer zu wechseln, dass da nicht so viel leer stehen hier, so wie in der Langstraße und so. Also wenn man denkt, die sind noch da, dann sind die schon wieder ausgezogen. Oder da steht ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr leer. Also da muss ich erstmal nachdenken. Ich kann das gar nicht mal so auf Anhieb sagen. Eigentlich habe ich keine besonderen Ansprüche. Das meiste ist realisiert hier in der Stadt. Ich kann also nicht auf Anhieb sagen, was man noch besser machen könnte. Denn man sieht ja ständig Veränderungen in der Stadt. Was wäre schlecht für Rostock in der Zukunft? Wenn Flüchtlinge nicht willkommen geheißen werden, sondern diskriminiert werden. Wie gesagt, wenn das alles so ein bisschen, was jetzt Familie und Bildung und junge Leute ein bisschen vernachlässigt werden würde für
andere Sachen, sag ich einfach mal. Fällt mir jetzt so auf die Schnelle nichts ein. Umfeld, Anbindung, Infrastruktur, nicht so ausgebaut wird und der Bebauungsplan, also sprich auch Wohnraum zu schaffen, wenn das ganze Programm stockt, das wäre nicht ganz so toll. Wenn die politischen Verhältnisse sich gravierend verändern würden zum Negativen, sprich AfD. Tja, Rostock ist ja so groß nun nicht und für die Zukunft wäre in Rostock schlecht, ja, was würde ich sagen? Ja, wenn es mehr und mehr Gewalttaten hier geben würde. Wenn diese Hafenkante nicht richtig anspruchsvoll ausgebaut worden wird, also das im Stadthafen, nicht? Es sind ja nun wieder neue Ansprüche da, das Traditionsschiff bleibt offensichtlich da draußen. Das setzt aber voraus, dann muss die Hafenkante ein ganz anderes Aussehen haben. Und wenn das nicht passiert, das ist ein Nachteil für Rostock. Na, wenn die Stadt sich insgesamt verschlechtert, wenn das schöne Bild verfällt, wenn es nicht modernisiert wird, würde ich sagen, ja.